Schönen guten Morgen, mein Lieben. Da sind wir mit einer, noch eine Runde Ark. Da hat er da hingeschissen, du, mitten in der Begrüßung, du alte Sau. Egal, wir machen erstmal ein Level-Up hier von den Jungs. Die haben nämlich ein Level up. Oh, der hat kein Fleisch mehr. Ja, gut, das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich sehr schlecht. Moment mal. Ich mach mal erstmal Gesundheit so ein bisschen. Jetzt ist die Frage, ne? Ich habe ja nicht gezockt hier schon länger nicht. Und komm, wir machen erstmal Gesundheit ein bisschen. Die haben alle kein Fleisch mehr, so eine Scheiße, du. Aber die haben jetzt auch nicht wirklich Hunger, ne? Das ist schon mal gut. Ich hoffe ja, dass das geht so ein bisschen. Die haben alle kein Fleisch mehr. Also irgendeiner hat hier ordentlich abgerockt auf dem Dings. Ey, der hat sogar mehrere Updates hier. Alter, haben die alle mehr abgehalten? Ach du Scheiße, guck das mal an. Guck das mal an. Was ist da los? Scheiße! Der hatte auch noch einen, ja. Alter! Ja, da haben wir erstmal was zu tun, ne? Also so auf 200 sollten die schon sein, irgendwo, denke ich mal. So, wer ist der andere gewesen? Er hier. Nee. Didi habe ich doch hier. Oder? Habe ich hier nicht Didi? Wo ist denn Didi? Guck mal her, Didi. Didi ist mein Dödel. Ne, Didi ist nicht. Was ist denn los? Also, hier haben ja alle hier Level-Ups, ne? Ist ja ein Ding. Ich wollte dich nicht aufheben, tut mir leid. Inventar öffnen. So. Ey, da kommst du hier an, wa? Ey, der hat nur 40 Gesundheit, der Bursche. Was gibt man so einem Dödel? Gesundheit, hier komm. Alter, war das viel? So viele Updates, du. Der ist es nicht. Der ist es. Jawohl. Also 200 Gesundheit finde ich schon mal ganz gut. Und ansonsten natürlich hier Schaden. Okay, der hat nicht so viel gehabt. Und ich selber habe natürlich auch ein Level Up. Ne? Ich habe ja auch ein Level Up. Guck mal hier. Und was ist mit unserem Para? Para braucht auf jeden Fall Gewicht. Erstmal ein bisschen was. Okay, der hat auch nicht so viel Level Up gehabt. So viele. Und unser Inventar. Was ist denn mit uns hier so? Wir brauchen Gewicht. Ich hätte gerne Gewicht. Hier so ein bisschen was. 200 erstmal. Gesundheit auch 200 erstmal. Alter, das gibt's doch gar nicht. Und Schaden. 155. Wir haben 134. Alter, was war denn hier los auf dem Server? Das gibt's ja überhaupt nicht. Wir müssen erstmal gucken, welches Level wir jetzt haben, damit wir hier auch anständig weitermachen können. Ne? Ist ja ein Logo. Aber weißt du was, wir können den Bogen bauen. Und den Steinpfeil brauchen wir natürlich um den anderen Pfeil hier. Wo ist er? Narkosemittel, habe ich das noch nicht erlernt gehabt. Dann werden wir das mal schnell nachholen. Da ist es. Narkosemittel, dann brauche ich natürlich den Narkosepfeil. So. Und ansonsten, ja, ansonsten weiß ich es nicht. Ne? Triceratops-Sattel. Den anderen Sattel haben wir ja schon. Den anderen Schmelzofen wäre auch nicht schlecht. Dann bräuchten wir auch 21. Ey, wir haben so viele Punkte. Ey, was soll das? Dann brauchen wir natürlich dringendst mal so eine Lederhose, würde ich sagen. Und ein Lederhemd wäre auch schön. Und Lederhandschuhe und Lederstiefel. Und eine Lederhaube. Alles klar. Und die anderen 48 Punkte, die werden wir jetzt erstmal sparen, würde ich sagen. Und wir gehen jetzt erstmal auf die Yacht. Alter, das gibt's ja gar nicht. Das, aber Moment mal, ich habe den Sattel hier, den Sattel, ne? Den Sattel. Können wir den Parasattel schon bauen? Fiumia ist uninteressant erstmal. Parasaurus-Sattel, ja, den müssen wir auf jeden Fall lernen, ne? Den müssen wir bauen gleich. Und da brauchen wir doch bestimmt ein bisschen Haut und sowas für herstellbares Sattel. Da brauchen wir die Haut, 80 Fasern und Holz. Tierhaut. Wie viel Haut hast du mit? Fasern und Holz. Ja, wir haben eigentlich genug. Wir haben alles da, ne? Guck mal hier, dann können wir das gleich mal anstarten. Das hätte ich jetzt nicht gemusst, aber ich habe es getan. Was willst du machen, ne? Ja, hier, komm. Bauen wir mal einen Sattel, Kollege. Aber flottens. Ich könnte auch das Wort Lederausrüstung hier bauen, du, ey. So sadomaso-mäßig. Scheiße, Digga. Kommst du hier rein, nichts ahnt und schon ist alles klar. Und wir haben wieder Level Up. Na, das freut uns doch. Nahkampfschaden.
Gehe ich nochmal drauf. Jetzt haben wir wieder 51 Punkte. Das ist erstmal okay so. Okay, Moment, Bett. Ich will mal ein Bett haben, ne? Ich möchte gerne so ein Bett haben. Und so ist es nämlich. Aber dann hinterher fehlen dir die Punkte. Wo ist denn das Bett? Für irgendwas, weißt du, dann fehlen dir halt die Punkte und dann hast du ein Problem. Und wir haben die Punkte jetzt. Wir haben ordentlich. Also wir haben so viele Punkte. Ich bin begeistert. Ich bin schwer begeistert. Also irgendjemand war auf dem Server, hat hier gespielt. In der Zeit läuft natürlich unsere Zeit weiter. Das muss ich mir merken. Und da muss ich auch. Wo ist denn das Bett? Da muss ich auch was mitmachen. Ne? Hier ist ein einfaches Bett, den Lederschlafsack. Müssen wir bauen. Okay. Aber jetzt aber das Bett hier. Zack. Wunderbar. Und jetzt müssen wir jagen, damit die Jungs nicht verhungern hier. Genau. Drauf geschissen heißt das nämlich auf Deutsch. Und ich werde mal die alte Hacke hier in die Hand nehmen. Und jetzt ist natürlich nichts da, wa? Folgen die mir überhaupt alle? Oh, nö. Kommt's ihr mal ran, Bitchen? Ich habe den Sattel gebaut. Warum habe ich ihn nicht angelegt? Ich weiß es nicht. Hier ist keine Sau gerade unterwegs. Ist ja doof. Ich hab doch gepfiffen, Jungs. Was ist denn mit euch? So, pass auf. Da müssen wir die schlachten hier, die Kollegen. Tut mir auch leid. Ein bisschen. Hatte der was im Inventar? Die folgen mir, die Jungs. Ne? Pass auf, ich werde euch mal jetzt für die Jagd. Das ist schon wieder ein Level up. Ich werde bekloppt. Hier, Gesundheit. Ja, es geht halt ziemlich schnell hier, ne? Der noch nicht, aber er hier gerade, ne? Er hat schon wieder eins. Ja, sicher. Gesundheit ist gut, Schaden kannst du mal machen. Oh, du kleiner Didi-Du. Ja, alles gut, alles gut. So, da vorne ist noch so einer. Ich werde mal die Hacke in die Hand nehmen, weil da kriegst du mehr Fleisch raus, glaube ich. Da habt ihr schon gesehen, die Jungs. Die helfen mir. Ich verhungere. Ja, wie nett. Habe ich denn was zu essen mit? Außer rohes Fleisch irgendwie nicht. Ich kann so ein Dodo-Ei, könnte man essen. Mach ich auch mal eben, sonst gehe ich hier tot. Könntest du mal da bitte an die Seite gehen, damit ich da ordentlich. Dankeschön, my friend. Ich müsste dann hier mal ein bisschen draufhauen, damit ich ein bisschen was krieg. Da ist so ein Kollege. Ja, diesen hier, den werde ich jetzt mal umnieten, weil, wie gesagt, wir brauchen das Fleisch, ne? Er interessiert sich gar nicht für uns. Doch jetzt. Jetzt läuft er weg. Hör mal, du Pappnasi. Ich hatte doch mal irgendwo so ein Feuer hingebaut, ne? Ah, jetzt kommt er an. Oh, Kacke. Ja, macht die nass. Genau so will ich das sehen. So, die haben jetzt quasi, das konntet ihr jetzt leider nicht sehen. Aber die haben das jetzt eingesammelt hier, seht ihr? Das ist schon mal gut. Die Jungs sammeln das ja ein. Und wenn die da was killen, ne? Wie habe ich euch eigentlich stehen hier? Passiv? Ne, auf keinen Fall. Steht ja auch da, ne? Neutral, alles klar. Und du? Greift mein Ziel an. Okay. Das wollte ich eigentlich haben. Jetzt schon wieder ein Level up. Hier, zack, 200 ist gut. Und dann werde ich dich neutral, ja. Passiv. Mein Ziel angreifen. Du bist nämlich einer von den Kämpfern. Und du greift auch mein Ziel an. Ich hatte mal ein Feuer hier irgendwo. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich was zu fressen kriege, wenn es nur ein paar Beeren sind. Das ist natürlich hart, ne? Dass hier alles weg ist plötzlich. So, schnell wird gefuttert. Ein paar Beeren eigentlich. Ich habe doch, glaube ich, noch irgendwelche im Kofferraum. Habe ich nicht bei dir hier noch was im Kofferraum, ne? Der hat auch schon ein Level-Up, Alter. Geht das schnell hier? Gewicht.
Erstmal nicht. Gesundheit. So. Du hast nichts. Oh, schade. Du hast echt nichts mehr zu futtern, ne? Hier, nimm mal die Bären, nimm mal die Bären. So. Und du kriegst jetzt auch mal einen Sattel. Ich wollte mal wissen, was der Sattel hier macht. Ne? Der Sattel sieht jetzt so aus. Man kann ihn hier so ein Skin draufpacken, aber irgendwie sieht das bei mir nicht anders aus, ne? Habe ich schon wieder Hunger? Ich brauche ein Feuer. Wo ist denn mein Feuer? Ich hatte doch mal irgendwo eins hingelümmelt. Ich hatte doch mal ein Feuerchen hingelümmelt, das weiß ich ganz genau. Aber wo, wa? Wenn man das mal finden würde so schnell, das ist natürlich. das ist hart, Jungs, das ist hart. Das ist natürlich sehr hart. Da war ich nicht drauf eingestellt, dass man hier. Also im normalen Spiel läuft die Zeit natürlich nicht weiter, ne? Und das wird hier auch nur weiterlaufen, wenn jemand auf dem Server drauf ist. Jetzt habe ich auch keine Fackel oder irgendwas, ne? Das ist jetzt echt hart für mich gerade hier. Läuft, würde ich sagen. Ich baue mal einen Bogen. Weil ich es kann. Ja, wer kann das schon, ne? Feuerstein brauchen wir. Ich kann sonst nichts sehen und ihr auch nicht, ne? Das ist ziemlich doof. Deswegen brauche ich einen Feuerstein. Ich habe schon wieder Hunger. Das Dumme ist, dass halt was heißt das Dumme? Das Doofe ist halt. Wenn es nicht dumm ist, ist es doof, ne? Dass du hier quasi die Sache nicht im Griff hast. Wenn du hier reinkommst, mal eben so, und halt wirklich länger nicht gezockt hast, dann hast du echt ein Problem. Aber die Nacht geht schnell vorbei, also ihr werdet gleich was sehen, wahrscheinlich. Ich werde jetzt versuchen, mich da irgendwie durchzuwursteln. Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Eine Fackel wollte ich bauen. Damit ihr was sehen könnt. Fackel bauen. So haben wir gebaut. Tun wir hier auf 5, ne? Tue ich mich mal die Beeren hier hinlegen, damit wir was zu fressen kriegen. So. Aber es wird schon wieder hell. Ich brauche die Fackel jetzt nicht mehr. Aber nächstes Mal brauchen wir sie halt. Und das wäre ja gut, wenn wir dann eine hätten. Und hier, ich habe doch irgendwo so ein Feuer hingestellt, sag mal. Habe ich das weggeschmissen? Oder was? So, ich weiß nicht, ob wir schon gerüstet sind für sowas da, ne? Für so ein Vieh. Das wäre natürlich was. Wenn wir das erlegen könnten, hätten wir schon mal ordentlich Fleisch in der Butze. Ich weiß nur nicht, ob die Jungs das hinkriegen, ne? So alleine. Deswegen werde ich jetzt noch mal ein paar Beeren einsammeln, damit wir hier was zu fressen haben, ne? Also, das ist echt hart hier. Echt hart. Das ist wirklich hart gerade, ne? Finde ich. Ich bin gerade echt gestresst. Jawohl. Das wollen wir nicht, eigentlich. Eigentlich wollen wir das nicht. Ja, wir hampeln hier rum. So, ich wollte noch mal gucken, weil. So, dieser Sattel sieht jetzt auch nicht wirklich anders aus, als wenn ich ihnen diesen Gründersattel gegeben hätte, dem Burschen, ne? So, jetzt können wir hier auf dem Dino reiten, siehst du, ne? Und dann werde ich ihm noch ein bisschen Gesundheit reindrücken. So, dann kannst du hier mit dem Jungen, kannst du losjuckeln. Und dann kannst du sogar hier pflücken, was, ne? Der sammelt ein bisschen was, ist nicht viel. Da gibt es also deutlich mehr bei anderen. Bei einer anderen Gattung sammelst du da schon etwas mehr ein, ne? Und was mit der Treffsicherheit ist auch so eine Sache, ne? Aber wir haben jetzt schon mal. Ah, ein Dodo. Guck mal hier, ein Dodo. Komm mal her, du kleiner Dodo, du. Ich werde dich mal dodeln. Fünfmal rohes Fleisch. Super gut. Wo ist mein Feuer? Dies kann ja wohl nicht sein. Hör mal, da ist es doch. Da ist es doch. Hör mal. Schauen wir wieder hier gefunden, ne? Dann wollen wir das mal öffnen. So, hier haben wir ein bisschen Holz da rein. Zack. Ein bisschen Nahrung rein. Und das Feuer entzünden, bitte. Danke. So, einer von euch hatte schon was eingesammelt. Ich gebe dir mal ein bisschen was. Dir natürlich auch. Und einer von euch, wo ist der?
Ist ja schon tot? Nee. Du hier, du kannst mal noch ein bisschen Gesundheit tanken. Und kriegst noch ein Stück Fleisch. Dann haben alle ein Stück Fleisch gekriegt. Und du hast auch schon wieder Level Up. Ja, ich werde bekloppt hier, du Gesundheit, komm. Nochmal gesund. Schon zwei Level Ups wieder in der Zeit. Boah. Das geht ja hier, du, wie's Katzenstreu. Du auch schon wieder Level Up. Gesundheit hat er. Schaden wollen wir haben. Die sind nur am Kacken, die Jungs. Die sind nur am Kacken, du. Hör mal, ihr seid nur am Scheißen. Was ist los mit euch? Feuer löschen. Nee, nee. Inventar, bitte. So, dann hätte ich schon mal das gegrillte Fleisch ganz gerne hier auf Null drauf, ne? Damit ich auch was zu futtern habe. Damit ich einmal richtig satt werde, hör mal. Das wäre doch was. Steinfasern und so, ne? Wir müssen halt alles sammeln. Wir müssen alles sammeln hier, damit wir nicht wieder umkommen hier vor irgendwie, vor Hunger oder sowas. Ja, komm, eins noch. Eins noch, eins noch, eins noch. Komm ran hier. Mach fertig. Das will ich nochmal schnell mitnehmen. Na, nu. Na nu. Nun mach doch. Ja, warte. Ja, wo ist er denn? Da ist er doch. So, dann können wir das Feuer auch löschen. Wunderbar. So, dann kommt, Jungs. Machen wir uns mal auf den Weg. Wir wollen in der Map gucken. Ah, da ist der Punkt. Guck mal da. Der Klausi hat es eingestellt. Das ist sehr nett von ihm. Ich freue mich sehr. Trotzdem weiß ich, ich denke nicht, dass der Punkt da irgendwie richtig ist. Das müsste eigentlich dieses Mi sein, wo ich bin, ne? Nur in welche Richtung? Ich müsste eigentlich nur Richtung Osten laufen. Ich schon wieder, ey, den falschen Knopf. Und schon würde ich den Pausenklaus finden. Früher oder später. Ne, stimmt eigentlich gar nicht. Ich muss erstmal ein bisschen nach Süden. Bin ich hier nach Süden? Ja, hier ist nach... Weiß ich gar nicht. Müsste man sich mal ein Stück weit bewegen. Gucken wir mal. Das bewegt sich aber, glaube ich, nicht so richtig, ne? Kann man da irgendwie feststellen, ob man jetzt nach Norden oder nach Süden geht? Also laut dem Gerät gehe ich nach Westen. Alter, ich weiß es nicht. Da schwimmt einer. Ja, irgendwie finde ich es nicht raus. Gerade. Wir werden einfach mal hier lang latschen. Die Army folgt. Wunderbar. 17 Minuten. Oh Leute. Ich fürchte, wir müssen hier beenden. Und ja. Das werden wir auch tun. Und ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.